Thank you.
Ja, hallo, herzlich willkommen an den Screens, wo immer Sie uns auch zuschauen und natürlich auch hier im Saal. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lena Ganschow und ich freue mich, dass so viele hier sind, so viele mit dabei sein möchten und dass wir alle gemeinsam eine Stunde lang feiern dürfen. Und zwar nicht irgendwas, sondern die Neugier und den damit verbundenen Austausch. Denn das Wissenschaftsjahr 2022 stand ja unter dem Motto nachgefragt. Das heißt, Ihre und eure Fragen waren das zentrale Thema. Bereich egal. Also ob es um Umwelt ging, um Klima, um Technik oder auch Medizin, alles war möglich. Und interessant war eben herauszufinden, was interessiert denn überhaupt? Was sind die Bereiche, wo möglicherweise auch Forschende in Zukunft noch genauer hinschauen sollen, um dann eben diese Impulse in die Wissenschaft und auch in die Politik zu geben? In den vergangenen Monaten stand es also vor allen Dingen im Zentrum, aufeinander zuzugehen, sich zuzuhören, miteinander zu diskutieren, neue Wege zu finden, voneinander zu lernen, um dann gestärkt als Team in die Zukunft zu gehen. Wir werden diesen Prozess noch ein bisschen nacherleben dürfen, heute und hier, und ein paar Einblicke bekommen, spannende Geschichten hören. Und als erstes begrüßen Sie bitte mit mir den parlamentarischen Staatssekretär der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Dr. Jens Brandenburg. Ja, vielen herzlichen Dank auch von mir. Ein herzliches Willkommen hier im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir haben ja heute eine ganz besondere Gelegenheit, einen ganz besonderen Anlass,
die Abschlussveranstaltung zum diesjährigen Wissenschaftsjahr nachgefragt miteinander hier verbringen und auch ein Stück weit feiern zu dürfen. Und dieses Thema nachgefragt, das ist ja etwas ungewöhnlich, wenn man sich die Reihe der Wissenschaftsjahre der letzten Jahre mal anschaut. Eine gut etablierte Tradition, aber im Regelfall steht ja ein konkretes Thema oder zumindest ein Themenfeld, ein Bereich der Wissenschaft im Fokus. Das haben wir in diesem Jahr anders gemacht. Nachgefragt hat die Idee gehabt, letztendlich in diesen turbulenten Zeiten, wo sicher das Vertrauen nicht nur in Politik, oftmals auch in Wissenschaft ein Stück weit gebröckelt hat im öffentlichen Diskurs, wo wir merken, dass viele gesellschaftliche Debatten, auch politische Debatten, immer polarisierter werden in der öffentlichen Auseinandersetzung, auch in den sozialen Medien, oftmals die Meinung weit über der Ahnung und erst recht über dem Wissen stand. Und erst recht in diesen Zeiten war es uns wichtig, nochmal die Gesellschaft, Zivilgesellschaft mit der Wissenschaft miteinander in Dialog zu bringen. Und als hier im Futurium gleich nebenan die Ministerin im Januar diesen Jahres dieses Wissenschaftsjahr eröffnet hat, wussten wir alle nicht genau, und das ist ja bei solchen Bürgerpartizipationsprozessen im Regelfall so, gar nicht so genau, wo uns die Reise hinführt. Und ich glaube, wir können mittlerweile mit Stolz sagen, auch dank Ihres persönlichen Engagements, dass dieses Wissenschaftsjahr ein voller Erfolg war. Insbesondere mit dem Ideenlauf. Es haben sich ja viele Menschen deutschlandweit daran beteiligt. Über 14.000 ganz konkrete Fragen wurden eingereicht. Viele von Ihnen haben sich auch beteiligt als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin in der Jury, vielleicht auch im Science Panel oder als Bürger, Bürgerin im Citizen Panel. Viele von Ihnen waren aktiv, und ich finde, dass auch diese große Vielfalt an Fragen, die eingereicht wurden, wirklich sehr viel Mut macht für die Zukunft. Es waren Fragen, die sich mit den großen Themen unserer Zukunft, großen globalen Herausforderungen beschäftigen, von der globalen Gesundheit über Fragen des Friedens, gerade in diesem Jahr besonders wichtig und uns auch nochmal vor Augen geführt, bis hin zur Bewältigung des Klimawandels. Viele Fragen, die uns allesamt beschäftigen, aber quer durch die Disziplinen. Und ich fand es sehr erfreulich, dass wir auch eine breite Beteiligung der Bevölkerung quer durch alle Gruppen und Altersgruppen insbesondere haben. Also das sind zwei exemplarische Erfolge, die dieses Wissenschaftsjahr zeigt. Ja, persönlich bin ich jetzt sehr gespannt, welche Ergebnisse wir natürlich dann heute noch übergeben bekommen werden. Gemeinsam natürlich mit der Allianz der Wissenschaften, Frau Professor Siegmund, darf ich sehr herzlich hier in der Runde begrüßen. Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen hat ja vor wenigen Tagen erst ein eigenes Papier nochmal zum Thema Bürgerpartizipation in der Wissenschaft veröffentlicht. Ich glaube, auch das macht uns Mut, ein sehr starkes Papier meines Erachtens. Und wir werden uns gemeinsam mit Ihnen, mit der Allianz in den nächsten Monaten bis zum Sommer nächsten Jahres die Ergebnisse genau anschauen und genau prüfen, welche Umsetzungspotenziale sich daraus ergeben. Ankündigen kann ich an der Stelle, dass es definitiv nicht folgenlos bleibt. Ganz im Gegenteil, es stehen insgesamt 25 Millionen Euro bereit für zwei weitere Förderlinien. Eine Förderlinie, die sich konkret Ergebnisse hier anschaut und insbesondere Impulse daraus nimmt, um nochmal mit partizipativen Prozessen die Fragen aufzugreifen und mit konkreten Förderprojekten mit Forschung zu unterlegen. Und eine zweite Förderlinie, die das insbesondere unter dem Blickwinkel der sozialen Innovation, ein weiterer Schwerpunkt unseres Hauses ja dieser Legislaturperiode, ebenfalls noch mal weiter vorantreibt. All das wäre nicht möglich, wenn wir nur als Ministerium oder mit der Allianz gemeinsam unterwegs wären, sondern ist nur deshalb möglich gewesen, weil sich so viele von Ihnen bedankt haben, daran beteiligt haben. Deshalb möchte ich Ihnen ausdrücklich dafür danken, in der Jury, in den beiden Panels, aber wirklich auch in diesem Jahr insgesamt. Mein Eindruck ist, dass eigentlich beide Seiten, sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Wissenschaft, gegenseitig davon profitiert haben, dass man diesen Perspektivwechsel einmal vorgenommen hat, dass man sich getraut hat, auch mal die andere Perspektive mit einzunehmen. Das hilft der Zivilgesellschaft, um natürlich in der Wissenschaft gehört zu werden. Das hilft der Wissenschaft umgekehrt, aber auch, um relevante Fragen aus der Bevölkerung schneller aufzugreifen. Insofern eine Blaupause, sicher auch für weiteres Engagement in den nächsten Jahren. Ja, vielen herzlichen Dank, und ich freue mich auf die gemeinsame Veranstaltung heute. Dankeschön, Dr. Jens Brandenburg. Wir sprechen später auch noch ein bisschen weiter. Was war denn aus Ihrer Sicht das Erfolgsrezept? Also ist es dieses Miteinander oder gibt es noch mehr? Ich glaube, es ist vor allen Dingen der Mut, sich auf Neues einzulassen. Gerade weil wir am Anfang ja nicht wussten, wohin genau die Reise führt. Es gab ja auch manche
skeptische Stimmen, ob das denn jetzt so sein muss, ob das wirklich so sinnvoll ist und was denn da am Ende rauskommen soll. Ich finde, dass gerade die eingereichten Fragen, jetzt auch der Umgang damit, die gemeinsame Diskussion, es sind ja viele Partner und insbesondere auch Förderprojekte, die daran beteiligt waren, das zeigt, dass das wirklich ein Erfolg war. Und ich glaube, dass gerade die aktuellen Entwicklungen, nicht nur in den letzten Jahren, sicher aber während der Pandemie und auch die vielen Fake News, die gerade rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterwegs sind, dass das eigentlich zeigt, dass wir solche Instrumente sehr viel häufiger nutzen sollten. Wir werden später noch ein bisschen genauer sprechen. Schön, dass Sie bei uns sind und können jetzt erstmal auf einige Highlights aus dem vergangenen Jahr schauen. Dankeschön. Ist Wissenschaft die neue Kunst? Wie können wir andere Planeten bewohnbar machen? Wie steuert man Epidemien? Warum werden manche Berufe mehr Welches bezahlt Fleisch als andere? Ist am nachhaltigsten? Wie können wir Bildung gerechter gestalten? Wann hört Corona auf? Wie entstehen Trends? Wie würde die Erde ohne was Menschen ist Arbeit, was ist Wie keine wird Arbeit? Die Schule der Zukunft aussehen? Können wir immer alles wissen? Mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Antje Boetius. Arjan Gadiri. Lena Ganschow. Marc Hempel. So viele Fragen, das ist für uns Wissenschaftler ganz toll. Und deswegen gibt es nun auch richtig viele Antworten zurück. Also, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Durch Mehrheiten, durch positive Narrative, durch Storys, die uns ans Herz gehen. Science-Effekte sind natürlich vor allem dramatisch, weil wir bestimmte Stimmen aus dem Diskurs verdrängen. Ja, und auch, dass man so ein bisschen Bock auf Kreisläufe hat. Ne? So. Bräuchten wir auch im Gesundheitssystem viel mehr Beratungsstrukturen. Ist das ja der Wissenschaft. Mein Einsatz steht und jetzt seid ihr dran. Die Wissenschaft von morgen mit beeinflussen. Ich bin heute hier, um meinen Wetteinsatz einzulösen. Ich freue mich total, die beiden glücklichen GewinnerInnen dabei zu haben. Ein richtig schöner Tag für mich und ich bin richtig froh, teilgenommen zu haben. Wollt ihr auch Polarforscher und Polarforscherin werden? Ja! Ja! Aber da möchte ich dick angezogen sein. Wissenschaftliche Themen, aktuelle Forschungsthemen unserer Zielgruppe Jugendlichen und Schülerinnen mit Migrationsbiografie näher zu bringen. Ja, wir sind hier mitten im Bauch der MS Wissenschaft. Das ist unser schwimmendes Science Center. Mit diesem Wissenschaftsjahr sehen wir doch, dass dieses Partizipative, das Wissen der vielen und vor allem diese vielen Fragen zu stellen, hilft, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen. Dankeschön. Ja, da haben wir ganz, ganz viele Förderprojekte gerade eben schon so durchrauschen sehen. Die wollen wir jetzt noch mal ein bisschen mit Leben füllen. Ich freue mich sehr, dass wir zwei VertreterInnen heute hier haben, mit denen wir noch ein bisschen mehr über die Erfahrungen auch sprechen können in den vergangenen Monaten. Zum einen vom Alfred-Wegener-Institut. Hallo. Kinga Jaschinka aus dem Bereich Kommunikation und Medien dort. Und Sie hatten ein interessantes Projekt mit Kindern. Da ging es darum,
Kinder Klimageschichten erzählen zu lassen. Darüber sprechen wir gleich. Und wir sind auch verbunden mit Island. Und zwar mit Thorleifur Örn Arnarson, dem Theater- und Opernregisseur. Hallo, können Sie mich hören? Erste Frage. Ja, hervorragend. Ja. Die Leitung steht. Ja, vielleicht gibt es eine leichte Verzögerung, aber ich habe alles hier gerade gehört. Wunderbar. Dann herzlich willkommen. Und in Ihrem Projekt, das Zukunftsdialoge hieß, ging es ja auch darum, eben ja, verschiedene Menschen ins Gespräch zu bringen, wie in diesem ganzen Wissenschaftsjahr, also BürgerInnen, Forschende, aber eben auch Kunstschaffende. Was hat Sie so gereizt, dabei mitzumachen? Naja, für uns war ein großer Reiz auf der einen Seite die Kunstformen, die bildende und die darstellende Künste und dann erstmal in Verbindung zu treten mit Wissenschaftlern und aufhand der Kulturhistorie und als Paradebeispiel die isländische Eddagedichte und der Ring der Nibelungen, die darauf basiert ist, auf der einen Seite und dann mit den Wissenschaftlern in einen Dialog zu treten, eine Problemanalyse und die Kommunikationsproblematik, die entsteht zwischen ziemlich klaren Fakten, was die Problematik der Klima und vielleicht auch die soziale Spaltung, wo die Fakten ziemlich klar auf dem Tisch liegen, warum die nicht ankommen in der Klarheit, die Fakten ja herausstellen. Mhm. Und deswegen würde ja die bildende Kunst, würde der Raum der Zukunft, der darstellende Kunst auf der Bühne, würde eine Vergangenheitsanalyse und dann kamen zusammen in Bürgerdialogen mit Künstlern, mit Wissenschaftlern und mit Bürgerinnen und Bürgerinnen. Ja. Kinga, wie war es bei Ihnen? Warum haben Sie mitgemacht? Was hat Sie so gereizt? Na, wir wollten tatsächlich zum ersten Mal vielleicht so gezielt die Jüngsten unserer Gesellschaft ansprechen, weil die nämlich auch vom Weltgeschehen viel mitbekommen, zum Beispiel die Klimademos, die ja auch im öffentlichen Raum sehr sichtbar sind. Und auch der Begriff Klimawandel ist allgegenwärtig. Und vor 3 Jahren hatte mein Sohn Geburtstag und da habe ich eine Unterhaltung zwischen 2 Kindern mitbekommen, da waren die 8. Da hat ein Kind das andere gefragt, ja, und was hältst du so vom Klimawandel? Also die Antwort ist jetzt eigentlich nicht relevant, sondern dass die Kinder wirklich diese Fragen haben und wir sie ernst nehmen wollen. Und deswegen haben wir dieses Projekt gemacht, eben diese Begegnung schaffen zwischen Forschenden und Kindern auf Augenhöhe an ihrem sicheren Ort. Nehmen Sie uns mit, wie genau sah das aus? Wir haben erst mal angefangen, dass wir am AWI selbst über 2 Tage mit einer Erzählpädagogin eine Geschichte kreiert haben. Eine Geschichte, an der die Kinder sehr nah dran sind. Die handelt von Jasmin und Leon, 2 Kindern, die vor einer verschlossenen Tür der Schule stehen, weil die Schule nicht stattfindet. Sie finden einen magischen sprechenden Schlitten, wollen endlich auf den Schlittenberg, weil es ja im Winter nicht mehr schneit, Empörung. Und dann reisen sie in die Arktis und begegnen vielen arktischen Tieren, aber auch dem Gletscher und alle erzählen so von ihren kleinen Schwierigkeiten und Problematiken und die Kinder begreifen auch, aha, es gibt doch Schwierigkeiten in der Arktis. Mhm. Wie war das bei Ihnen? Gab es da auch ein Ziel? Also hatten Sie irgendwie eine Mission? Meines Wissens stand am Ende eine Inszenierung. Sind Sie da hingekommen? Ja, wir sind zum Ziel angekommen. Wir haben ja das Staatstheater Kassel während der ganzen Dokumentarzeit auch offen gehalten und der Foyer, der ja ein öffentlicher Raum ist, mit einer Kunstinstallation und eine Plattform dort gehabt haben für Workshops und auch für die Dialoge. Und dann auf der Bühne ist eine Inszenierung mit 180 Künstlern, wo auch die Wissenschaftler ja auch und die Fragen der aus den Dialogen, die im Vorfeld stattgefunden haben, ja hin eingeflossen sind. Ja, und so kam es ja so zusammen. In diesem Tempel des Theaters würde ja von der Kunst über die Zukunft, über die Vergangenheit und dann mit den Bürgern über die Zukunft gesprochen, diskutiert, auch teilweise gestritten. Mhm. Aber es war eine wunderbare Erfahrung, weil man merkt einfach, welches Bedürfnis ja entsteht nach solchen Dialogen, nach diesen offenen Räumen.
Und wir hatten immer entweder einen Wissenschaftler oder einen Künstler eingeladen mit so einer Art Inspirationsvortrag vor jedem Spielabend. Und wir hatten auch Bürgerdialoge nach dem Spielabend. Und das ist unglaublich, wie viele Menschen da aufgetaucht sind und mit welchen Fragen und mit welchen, ja, teilweise Angst und teilweise Hoffnung da in Austausch gekommen ist. Das war wahrlich großartig. Es klang gerade schon so ein bisschen an, möglicherweise haben Forschende und Kunstschaffende dann auch noch gemeinsam mit BürgerInnen unterschiedliche Arten zu kommunizieren. Inwiefern kann man denn da auch voneinander lernen? Naja, ich glaube, der Welt verlangt jetzt mehr Dialog, mehr Interdisziplinarität, dass wir auf mehreren Ebenen in Kontakt zueinander kommen und dass die Fragen und also vor allem die Antworten ja nicht von oben nach unten, sondern dass es ja ein Kreislauf daraus wird. Dafür sind ja solche Projekte ja ideal, weil man wird in seinem eigenen Schaffen als Künstler von ganz großen Fragen gestellt, wie geht man damit um, die Wissenschaftler ebenso. Und dann zu merken, in welche Dynamik und mit welcher Tiefe Menschen sich ja mit diesen Fragen beschäftigen. Und wir werden für diese unheimlich komplexe Problem, werden wir auch vielfältige Lösungen brauchen. Und das kann ja nur in einem offenen Dialog, was auch vielleicht im Kern unsere Demokratie ausmacht. Das ist ja, dass wir ja nach Kompromissen und nach Lösungen suchen im Dialog. Und vielleicht fühlen sich viele Menschen ein bisschen ausgeschlossen aus diesen Elefantturmen der Kunst oder der Wissenschaft oder die Politik. Und ich glaube, genau da müssen wir in Dialog treten, weil sonst werden wir diese große Problematik. Ich sitze hier in Island. Letztes Jahr war hier 8 Meter Schnee. Jetzt ist hier alles grün. Die Welt verändert sich ja so schnell und das macht einem eine große Angst. Und in Angst zu handeln, das kann ja nur durch Anerkennung und Hineinnehmen von unterschiedlichen Perspektiven überhaupt bewältigt werden. Herr Andersson, vielen Dank. Wie ist das denn bei Ihrem Projekt gewesen? Da kamen jetzt ja die Kleinsten auch zu Wort. Wie wichtig ist das auch, die gerade in diesen Prozess auch mit reinzunehmen und vielleicht früh auch schon zu sagen, wenn ihr mutig seid und euch traut, wenn wir es angehen, dann kriegen wir es irgendwie vielleicht auch hin. Das Interessante ist, dass Kinder ja erstmal nur Lösungen sehen. Sie sehen, also in ihrer Welt gibt es kein Problem, wofür es keine Lösung gibt. Und das spiegelt sich auch in den Geschichten wieder, die wir gemeinsam mit ihnen auch erzählt haben. Also zum einen ist jede Geschichte gut ausgegangen, zum anderen haben die schnell begriffen, wir müssen uns einfach Hilfe holen. Und da kamen halt die arktischen Tiere zu Hilfe oder die magischen Tiere, Minions, Aquaman, Zauberfeen, also alles bewegte sich in mindestens Lichtgeschwindigkeit und das alles ist in ihrer Welt absolut möglich. Und das ist vielleicht auch das Schöne daran. Und wenn man jetzt Erwachsene fragt, wenn ihr ein extra paar Augen hättet, wo würdet ihr das haben wollen, dann sagen die meisten Erwachsenen am Hinterkopf. Wenn man die gleiche Frage den Kindern stellt, sagen sie an den Fingern, dann können wir die Finger in die Ecken stecken und können um Ecken gucken. Mhm. Und das sagt es einfach alles. Mhm. Was haben Sie daraus mitgenommen, vielleicht auch für die Forschung? Was können Sie auch Ihren KollegInnen weitergeben aus den Impulsen der Kinder? Ich glaube, es war einfach in dem Austausch in den 2 Tagen, wo wir an den Schulen waren und in den Kindergärten, war es einfach sehr beflügelnd. Und die Empörung der Kinder ist auch immer sehr unmittelbar. Wenn man denen dann von den Problematiken in der Arktis erzählt, sind sie erstmal empört und fragen sich ja, warum tut ihr denn nichts? Wenn ihr das doch alles wisst, dann ist es doch ganz klar, dann müsst ihr doch nur handeln. Und das ist bei Kindern ganz anders. Also, einige Kinder haben sofort gesagt, okay, dann gehe ich am Freitag hier zu der Klimademo. Einige wollten Forscherinnen werden oder Forscher, einige wollten Fußballerinnen werden, immer noch den Beruf nachgehen. Aber es ist sehr unmittelbar und emotional, die Reaktion auch bei den Kindern. Mhm. Wie war das bei Ihrem Projekt, Herr Andersson?
Ja, ich musste nur erstmal daran denken, dass ich habe ja hab meinen Sohn immer als allererster Zuschauer in die Inszenierung hineingesetzt, weil wenn er dann still blieb, dann wusste ich, dass der Welt funktioniert. Diese Unmittelbarkeit ist doch wunderbar. Und vielleicht ist das auch teilweise, wohin wir als Gesellschaft auch kommen müssen, ist die Probleme ja nicht so verinnerlichen, sondern einfach in die Lösungen ja agieren. Ja, es ist unsere Beschäftigung, die war ja sehr vielfältig. Die hat alle Beteiligten, glaube ich, ziemlich tief betroffen. Wir haben auch gemerkt, wie manchmal schwer es ist zwischen unterschiedlichen Darstellungsformen, zwischen, zwischen der Kunst und der bildenden Kunst und die darstellende Kunst, die sehr prozesshaft ist, während die Wissenschaft, der inzwischen sehr strukturiert ist und wann man sich trifft und auf welchen Ebenen. Und ich glaube, das war der Feedback von den Wissenschaftlern zu sagen, mein Job ist ja, Geschichten zu erzählen, ist die Welt zu reflektieren und in eine erzählbare Struktur zu bringen, die Menschen mitreißt, um mit und nachzudenken. Dabei haben Fakten in der Kunst, die können ja als Hintergrund funktionieren, aber die zu präsentieren als solche ist ja nicht so interessant. Und ich glaube, deswegen die Kunst könnte ja die Wissenschaft ja sehr viel geben an Kommunikationswegen, an unterschiedlichen Herangehensweisen. Aber umgekehrt würde der Vertieferung des künstlerischen Prozesses durch die Beteiligung der Wissenschaftler, die ganz oft ganz genau eine Analyse rausbringen könnten zu dem Verhandelten auf der Bühne, die unsere Arbeit ja zutiefst betroffen hat. Ja. So. Also es ist ein gegenseitiger Lernprozess, der ja, ich finde, sollte ja viel, viel, viel mehr stattfinden, was manchmal schwer ist in diesen institutionellen Strukturen, die ja aus dem Produkt herausgehen und nicht aus dem Prozess als solche. Aber ich glaube, die Zeit verlangt mehr Prozess und weniger Produkte. Dankeschön für dieses ganz klare Plädoyer. Wie ist es bei Ihnen? Wie geht es weiter? Was machen Sie jetzt in Zukunft mit diesem Projekt, mit den Ideen? Also wir werden es auf jeden Fall fortsetzen. Also wir haben ja unheimlich viele auch Anfragen von Schulen und Kindergärten bekommen, sie auch zu besuchen. Dem konnten wir so nicht nachgehen in der Fülle, aber wir wollen das fortsetzen und dann vielleicht einmal im Monat eine Schule wieder mal besuchen und so ein Programm mit denen machen, was ja über 2 Tage gegangen ist. Und das Spannende finde ich so an den Kindern habe ich auch gemerkt, also zum einen haben die schon super viel Vorwissen, haben wir festgestellt, und zum anderen gab es auch keine Berührungsängste. Also in den ersten Gesprächen am ersten Tag, wo wir denen auch so ein bisschen was über die Arktis erzählt haben, wie es da aussieht, wer da wohnt, wie es klingt, wie es schmeckt, so nach 3 Sätzen schälten alle Hände hoch und das riss nicht ab. Und auch für diese Altersgruppe, wo man so denkt, ach, die haben doch gar nicht so ein Anliegen, dauerte das stellenweise 1,5 Stunden, was für so kleine Kinder wirklich sehr lang ist. Ja. Also ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg bei Ihren weiteren Projekten, entweder bei diesem es noch weiterzuführen oder dann eben auch neue anzugehen. Kinga Jaschinga vom AWI war das und Thorleifur Örn Arnason aus Island zugeschaltet. Dankeschön Ihnen beiden. Dankeschön. Die zentrale Mitmachaktion während des Wissenschaftsjahres 2022 war der Ideenlauf. Wie das ganz konkret aussah, können wir uns anschauen. Wie können wir Energie besser speichern? Wie kann friedliches Zusammenleben geschaffen werden? Und wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Das sind nur 3 der über 14.000 spannenden Fragen, die Bürgerinnen und Bürger im Ideenlauf eingereicht haben. Der Ideenlauf? Das war die große Mitmachaktion des Wissenschaftsjahres 2022, nachgefragt. Erstmals in Deutschland konnten alle Interessierten unter dem Motto »Meine Frage für die Wissenschaft« ihre Fragen stellen und dadurch innovative Ideen für die Forschung von morgen einbringen. Und das in der ganzen Bundesrepublik, online und offline.
Gesammelt wurden die Fragen von Januar bis April in Zoos, Museen und Schulen, digital über die Website und auf Social-Media-Kanälen zu allen möglichen Themen. Sogar aus dem All wurde zum Fragen-Einreichen aufgerufen. Und was sind eure Fragen für die Wissenschaft? Was wolltet ihr schon immer wissen und worauf seid ihr kürzlich gestoßen? Ausgewählte Fragen wurden auf einer großen Konferenz von Bürgerinnen und Bürgern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesichtet und zu sogenannten Clustern zusammengefasst. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Fragen jetzt diskutieren können, auch im Rahmen der Clusterkonferenz. Es war sehr interessant festzustellen, dass auch einige Fragen häufig gestellt wurden. Es gibt Themen, die die Menschen sehr beschäftigen. Das sind Themen im Bereich von Klimaveränderung, im Bereich von Gesundheit, aber auch wie entwickelt sich unsere Demokratie. Und was ich besonders interessant fand, viele Bürgerinnen interessiert die Frage, wie funktioniert Wissenschaft? Das war sehr interessant. Zum einen sehr wissenschaftlich geprägt, aber unsere große Beteiligung, und die war dann doch sehr interessant, war das Aussuchen der Fragen und das Priorisieren der Fragen. Dabei hat das Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland die gesellschaftliche Perspektive eingebracht, während die wissenschaftlichen Gremien die Cluster in ihren fachlichen Kontext gesetzt haben. 59 Clusterpapiere zu vielfältigen Themen sind auf diese Weise entstanden. Danach waren alle Bürgerinnen und Bürger erneut gefragt. Die Clusterpapiere konnten online kommentiert und ergänzt werden. So wurden gemeinsam sogenannte Zukunftsräume identifiziert. Das sind thematische Überschneidungen und Verbindungen zwischen den Clustern, die neue, spannende Perspektiven für Wissenschaft und Forschungspolitik eröffnen. Am Ende dieses Prozesses, voller intensiver Gespräche und neuer Erkenntnismomente, stand das Ergebnispapier, das zum Jahresende 2022 an Wissenschaft und Forschungspolitik übergeben wurde. Ein Papier, hervorgegangen aus über 14.000 Fragen. Der Ideenlauf ist ein super Format, um die Bevölkerung mit den Wissenschaftlern zusammenzubringen, in den Dialog zu treten. Wir profitieren da allesamt voneinander und können da viel voneinander lernen. Die Wissenschaft kann durch die Ideen der BürgerInnen natürlich Inspiration einholen. Sie kann erlernen, was gerade in der Gesellschaft wichtig ist und was Anliegen der BürgerInnen sind. Die BürgerInnen sind somit IdeengeberInnen der Wissenschaft. Solche Engagements, die auch seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auch gefördert werden und in die Tat umgesetzt werden, auch eine Möglichkeit sind, sich in Demokratie zu üben. Es heißt immer, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das gilt aber nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, wenn die Fragen an die Wissenschaft stellen, sondern das gilt höchstwahrscheinlich auch für die Wissenschaft, wenn sie es versäumt, nicht Fragen an die Gesellschaft und an die Bürger zu stellen. In diesem Widerspiel, in dieser neuen Form der Zusammenarbeit müssen wir uns finden. 59 Cluster, 9 Zukunftsräume. So viele Ideen und Anregungen sind von Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam erarbeitet worden. Wichtige Impulse für die Wissenschaft und Forschungspolitik von morgen. Ja, aus der Arbeit der vergangenen Monate ist ein Ergebnispapier entstanden, haben wir gerade schon gehört. Das wird dann später hier offiziell übergeben, das Highlight unserer kleinen Feier hier. Zunächst spreche ich mit Rebecca Winkels von Wissenschaft im Dialog. Sie leitet dort die Abteilung Kommunikation und Strategie als Wissenschaftsjahr-Initiator sozusagen auch und eben auch Ideengeberin für diesen Ideenlauf. Was passiert, wenn man Bürgerinnen und Bürger dazu aufruft, frag doch mal? Was passiert dann? Erstmal, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also es ist überraschenderweise nicht so, dass man die Frage in einen dunklen Raum wirft und dann kommen automatisch 14.000 Fragen zurück. Das heißt, ich glaube, so ein bisschen der entscheidende Schritt ist dieses, wie komme ich eigentlich an Fragen und vor allem, wie komme ich an Fragen von Menschen, die sich sonst nicht so sehr mit Wissenschaft befassen, weil ganz ehrlich, die Fragen derer, die sich eh jeden Tag mit Wissenschaft und Forschung auseinandersetzen,
die sind zwar schön und wichtig und es ist total gut, mit denen auch im Dialog zu bleiben, aber viel interessanter ist ja, was denken eigentlich die Leute, die nicht so nah dran sind an der Wissenschaft. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für das erfolgreiche Wissenschaftsjahr gewesen, dass es halt früh erkannt wurde, wir müssen auf verschiedene Formate setzen, wir müssen auf verschiedene Kanäle setzen, wir müssen Face-to-Face-Sachen machen, wir müssen Online-Sachen machen und wir müssen das alles so kombinieren, dass wir an Orte gehen, wo Wissenschaft im Moment vielleicht auch noch nicht stattfindet, aber trotzdem ja Fragen da sind. Ich glaube, wir haben als Leute, die sich viel mit Wissenschaft befassen, manchmal auch so ein bisschen das Vorurteil, dass gar keine Fragen da sind in anderen Gruppen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schritt und das ist das Entscheidende, was gut gelungen ist, nach ein bisschen Anlauf, eben diese Fragen dann auch zu bekommen in den unterschiedlichen Räumen und während der unterschiedlichen Aktivitäten. Und ich glaube, dabei spielen auch die einzelnen Projekte im Wissenschaftsjahr dann eine ganz besondere Rolle. Ja, es gibt ja auch schon Vorläufer letztlich, also ähnliche Projekte gab es auch schon zumindest in anderen Ländern, in, unter anderem auch in den Niederlanden. Und inwiefern konnten Sie da vielleicht auch schon Ideen rausziehen? Ja, genau. Also ich glaube, es gab den ganzen Prozess über immer mal Austauschformate mit den Leuten, die das schon mal gemacht haben. Das wäre ja auch absurd, wenn man das nicht täte und nicht das da gesammelte Wissen auch schon nutzen würde. Ich glaube, besonders wertvoll war es eben bei diesem, wie kommt man eigentlich an die Fragen, wie geht man das strategisch an, wie schafft man es in unterschiedlichen Hintergründen zu mobilisieren. Und ich glaube, dafür war das total wichtig für das Projektteam, regelmäßig im Austausch zu sein, regelmäßig auch Kontakt zu haben, sich briefen zu lassen, was habt ihr gemacht, was hat funktioniert, was hat auch nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist auch, also so als jemand, der ja sehr viel über die Metaebene von Wissenschaftskommunikation nachdenkt, glaube ich, bei Wissenschaft im Dialog, für uns ist daran der nächste Schritt, der wertvoll ist, dass wir aus dem Prozess natürlich auch total viel gelernt haben für zukünftige Prozesse dieser Art. Und ich glaube, es ist ein großer Mehrwert, mit diesen Erfahrungen aus dem Ideenlauf jetzt auch anderen Organisationen zu helfen, wie man solche partizipativen Prozesse gut gestaltet und wie es gelingen kann. Und dafür war der Austausch mit dem Ausland natürlich total interessant. Mhm. Verschiedene Gremien, haben wir gerade schon gehört, spielten eine Rolle. Warum war das wichtig, so viele unterschiedliche Menschen auch mit reinzuholen in diesen Ideenlauf? Also ich glaube, wenn man das Ziel hat, zu sagen, man beteiligt Leute an Wissenschaft, dann muss man auch verschiedene Perspektiven in diesen Beteiligungsprozess komplett durch mitnehmen. Und ich glaube, die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger, also des Citizen Panels, wie es dann heißt, war super wichtig, um auch zu schärfen, halt, hier verlieren wir uns wieder in eine verkopfte Debatte. Hier clustern wir in eine Richtung, die wir uns als Wissenschaftlerinnen spannend vorfinden, aber das ist nicht runtergebrochen genug. Mhm. Also ich glaube, dass dieses permanente sich darüber ausdehnen, dieses Aushandeln von Aktivitäten, von Prozessen, von Themen total wichtig ist und eben aber nur gelingen kann, auch wenn es ein bisschen anstrengender ist, glaube ich, im Diskurs, aber nur gelingen kann, wenn man eben alle Seiten in dem ganzen Prozess involviert hat. Wenn das dann so gewesen wäre, die Fragen gehen raus, gehen an die Wissenschaft und die Wissenschaft clustert die sich so vor sich hin, dann wäre das, glaube ich, nicht so erfolgreich und dann hätte man irgendwie diesen Beteiligungsprozess zu früh abgebrochen. Deswegen ist, glaube ich, der totale Mehrwert dieser verschiedenen Panels, dass man dadurch verschiedene Perspektiven einbringt. Und in der idealen Welt haben wir eben diese ganzheitliche Perspektive. Und ich glaube, dazu sind solche Prozesse da und dann muss man sie auch so umsetzen. Und ich glaube, der Austausch hat für alle, also es können die Panelistinnen, die ja auch hier später noch sprechen, wahrscheinlich noch mal besser sagen. Aber ich glaube, der Austausch war auch das, was am meisten Spaß gemacht hat an dem Prozess und auch am inspirierendsten für die Leute war. Rebecca Winkels, vielen Dank von Wissenschaft im Dialog. Und dann holen wir Sie doch einfach direkt dazu. All die Menschen, die hier beteiligt waren. Ich begrüße ganz herzlich Jens Donner als Mitglied vom Citizen Panel, Professor Dr. Stephanie Moldhagen-Schnöring von der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin und Co-Vorsitzende des Science Panels und Dr. Nadine Menges vom Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und Mitglied der Jury. Herzlich willkommen nochmal Ihnen dreien. Schön, dass Sie da sind. Herr Donner, was war denn für Sie das Spannendste in diesem Prozess? Es ist ja schon von vielen gesagt worden. Das Miteinander, wie wir in der Clusterkonferenz zueinander gekommen sind, wie man sich mit der Wissenschaft auseinandergesetzt hat, wie man die Bürger, Bürgerinnen beteiligen lassen hat, wie man wirklich um Wörter
um Silben gekämpft hat, weil es gab schon starke Anforderungen an die Papiere, die dann zusammengestellt wurden, und wie das auf Augenhöhe geschah. Und das ist so für mich das Highlight gewesen und so das Thema der Partizipation, der Mitgestaltung, der Mitwirkung an der ganzen Sache. Mhm. Ich weiß, dass Sie eingangs eher einen Hauch skeptisch waren und überlegt haben, ob Sie überhaupt mitgehen in diesem Prozess. Hat es sich gelohnt? Es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ne? Wir hatten ja uns ja schon kurz drüber ausgetauscht. Man muss sich vorstellen, dass ich vor ungefähr einem Jahr angerufen wurde von einem externen Unternehmen, wo es darum ging, wo dieser Prozess für die Bürger vorgestellt wurde. Und das war der Punkt, wo ich skeptisch war, wo ich dachte, was ist das für ein Anruf wieder? Ne? Habe ich gesagt, schickt mir mal eine Mail. Immer gut, was schriftlich in Hand zu haben. Ich gucke mir das mal an. Hatte aber schon zu dem Zeitpunkt auch Interesse signalisiert. Und das hat sich dann auch verstärkt. Mhm. Und so war ich von Anfang an dabei. Und heute stehe ich hier als Vertreter der Bürger und Bürgerinnen und darf nachher gleich die Papiere mit meinen Kollegen hier überreichen. Und das ist natürlich auch eine sehr hohe, große Ehre für mich, muss ich einfach mal so sagen. Und das ist ein großer Teil an Partizipation, den ich hier mitleben darf. Mhm. Okay. Das ist Ihr Applaus. Frau Moldhagen-Schnirring, inwiefern war das denn auch für Sie spannend, eben dieses Miteinander, unter anderem eben auch mit dem Citizen Panel? Also zunächst mal, Jens, ich habe einen Anruf bekommen und ich habe keine Mail mehr danach bekommen, aber ich habe gleich zugesagt, weil, und das kann ich wirklich sagen, ich diesen Austausch, diese Kommunikation als unglaublich bereichernd empfinde. Und ich finde, es ist eine Aufgabe von Wissenschaft, zuzuhören, zu beteiligen, unterschiedliche Perspektiven einzubringen. Und diese Erfahrung hat sich auch im Laufe des Jahres an ganz vielen Stellen gezeigt. Hier sind ja auch viele Personen mit im Raum, die auch mit dabei waren. Und der Austausch auch innerhalb der Wissenschaft gibt es ja unterschiedliche Disziplinen und Perspektiven. Es ist ja nicht nur immer die Wissenschaft, so ein Monolith. Das heißt, ich habe auch unglaublich viel gelernt von Kolleginnen wie zum Beispiel Nadine Menges. Zum Beispiel, können Sie das für uns irgendwie ein bisschen konkretisieren? Naja, wir haben ja über viele Fragen diskutiert und was ich zum Beispiel sehr spannend fand, ist, dass viele Fragen in unterschiedlichen Bereichen immer wieder aufgetaucht sind. Ne? Eckhard von Hirschhausen hatte das gerade in dem kleinen Werbeklick, diese Frage, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln? Und das ist für mich die zentrale Frage, die ich aus diesem Prozess mit rausnehme. Weil wir haben festgestellt, dass ganz, ganz viele Fragen, die gestellt wurden, dass da vielleicht schon irgendwie Antworten da sind. Und eine Erkenntnis ist, dass wir offenbar als Wissenschaft es noch nicht richtig verstehen, dass zu transportieren, also die Antworten gut und verständlich, das ist das Thema Wissenschaftskommunikation. Und das andere ist, und das ist dann, glaube ich, der Auftrag an uns alle, an Politik und Gesellschaft, dass wir wirklich dann auch die Dinge, die wir wissen, dann auch ins Handeln übertragen müssen. Mhm. Frau Menges, wie ist es bei Ihnen gewesen? Haben Sie das ähnlich erlebt? Gab es vielleicht auch Herausforderungen? Bisher klingt es immer alles nur wie, es war uns eine unglaubliche Ehre, es war eine Freude. Aber war es auch zwischendurch mal mit Schwitzen verbunden? Ja, also wenn Sie 1000 Fragen clustern müssen, dann ist das auch mit Arbeit verbunden. Mhm. Aber mein persönliches Highlight war es auch genau, diese Fragen zu clustern und mit diesen Fragen zu arbeiten und dann eben mit den ganzen Kollegen zu überlegen, was sind denn die Themen, die dann da gesellschaftlich und eben aber auch wissenschaftlich für uns wichtig sind und die wir hier zusammen rausarbeiten können. Mhm. Das heißt, diese Cluster-Konferenz, war das dann auch bei Ihnen, die so als Highlight war oder? Ja, absolut. Ich bin da erst auch ein bisschen skeptisch rangegangen, weil... Das muss ja die Wissenschaft auch, muss man an dieser Stelle mal sagen. Das haben wir so gelernt. Das ist ja sozusagen der Auftrag, richtig. Genau. Aber es war dann ganz schnell klar, dass es eben nicht darum ging, dass die Gesellschaft jetzt der Wissenschaft vorschreibt, was zu tun ist oder welche Fragen wir hier jetzt zu beantworten haben, sondern eben dieses Miteinander und dieses Impulse und auch... Highlights setzen von den Fragen, die wir hier bekommen haben. Und für uns als Wissenschaftler, wir haben die Frage hinter der Frage. Das war was, was uns mitgegeben wurde in diesem Cluster-Prozess. Das heißt, diese nochmal hinterfragen, was ist es denn da, was da umtreibt und was ist denn das, was bewegt? Und da vielleicht dann eben diese gesellschaftliche Relevanz in den Forschungsfragen wirklich nochmal herauszuarbeiten. Mhm. Das Thema Vertrauen spielt da ja auch mit rein. Inwiefern ist das vielleicht auch wichtig?
Vertrauen, ja, von beiden Seiten, würde ich sagen. Also das Vertrauen, wenn die Wissenschaft sagt, das ist, das wissen wir aber schon, wir müssen noch einen Schritt weiter. Und genauso aber auch das Vertrauen, also dass die Bürgerinnen und Bürger durchaus Wissen auch und relevant sagen können, aber das sind die Themen, die uns umtreiben und da müssen wir jetzt einen Schwerpunkt setzen. Also ja, ich glaube, dass, aber das habe ich auch ehrlich gesagt als positiv empfunden und als gute Zusammenarbeit, die da vertrauensvoll, wenn Sie es so wollen, war. Frau Moltagen-Schnüring, Sie können dazu auch gerne noch was sagen zum Thema Beteiligung, Vertrauen. Warum ist das eben auch wichtig, dann gerade auch möglicherweise eben Forschung noch mehr zu öffnen und auch im Austausch zu bleiben? Naja, wir sehen ja in einigen Debatten um Fake News etc., dass da eben das Vertrauen in Wissenschaft eben auch durchaus erodiert ist in den letzten Jahren. Und ich glaube, deswegen ist gerade dieser Austausch und dieser persönliche Dialog so wichtig. Ich denke, dass wir viele Möglichkeiten haben, Wissenschaft zu vermitteln und zu transportieren. Und ich bin immer besonders begeistert von den Kolleginnen und Kollegen, die wirklich ins direkte Gespräch mit den Bürgerinnen gehen, weil ich glaube, dass nur, dass wir da an dieser Stelle am meisten auch voneinander lernen können. Das ist natürlich auch aufwendig, das macht Arbeit, aber ich glaube, das ist sehr gewinnbringend für beide Seiten. Inwiefern hat sich denn möglicherweise auch Ihr Blick auf Forschende geändert durch diesen Prozess? Hat sich definitiv verändert. Man hat ja zusammenarbeiten können, man hat man ist angekommen, hat sofort losgelegt und man hat aber auch einen Einblick bekommen, was, wie arbeiten die Wissenschaft und die Forscher da zusammen und wie sieht deren Tagesablauf so aus und wie gesagt, insgesamt komplett total erfrischend, der Einblicke zu erlangen, das Miteinander zu gestalten aus meiner Sicht und da zählt Vertrauen grundsätzlich dazu und man ist dort sehr, sehr offen miteinander umgegangen und wie gesagt, das war aus meiner Sicht sehr erquickend, sehr schön. Das heißt, Sie würden es wieder machen? Ich wäre wieder dabei. Ich habe es vorhin schon angekündigt, wir möchten jetzt, Sie haben uns mitgebracht, das Ergebnispapier, dieses natürlich auch übergeben. Dazu möchte ich jetzt außerdem noch hier zu uns auf die Bühne bitten, Dr. Jens Brandenburg und Professor Dr. Britta Siegmund, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft als Vertreterin der Wissenschaft und Dr. Jens Brandenburg als Vertreter der Forschungs- und Innovationspolitik. Gehen Sie gerne nach vorn und dann dürfen Sie das Papier übergeben. Herr Dodder. Genau, vielleicht noch ein paar warme Worte dazu. Wir als Gremien des Ideenlaufs haben eben festgestellt, welche tollen Ergebnisse entstehen können, wenn Wissenschaft und Bürgerinnen zusammenarbeiten. Und wir wünschen uns, dass dieser Weg der Partizipation weiter beschritten wird und dass auch aus dem Ideenlauf heraus Projekte entstehen, in die die Perspektive der Bürgerinnen integriert wird. Genau, wir als Jury haben die Fragen der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit vielen Kollegen verschiedener Disziplinen bearbeitet und haben nun die Ideen quasi herausgearbeitet und hoffen, dass diese auch aufgegriffen werden und auch in Zukunft daraus inter- und transdisziplinäre spannende Forschungsprojekte entstehen. Ja, und abschließend denke ich, dass sich in diesem Ergebnispapier viele Fragen, viele Anregungen der Bürger und Bürgerinnen dieses Landes verbergen. Und wir übergeben jetzt diese Ergebnispapiere. Und da stehen diese Sachen auch drin von den Bürgern und Bürgerinnen. Und wir hoffen, dass Sie viele Impulse hier rausziehen können. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Jetzt runter, ne? Vielen, vielen Dank an die Gremienmitglieder Jens Donner, Dr. Nadine Menges und Professor Dr. Stefanie Moltagen-Schnöring. Das ging noch. Sie beiden bleiben hier, haben jetzt das Papier übergeben bekommen. Wie ist es jetzt, das in den Händen zu halten? Freuen Sie sich oder ist es auch ein bisschen so, dass Sie sagen, mal gucken, was jetzt uns erwartet? Möchten Sie zuerst?
Man möchte direkt anfangen zu blättern. Ja? Natürlich haben wir schon ein bisschen geblättert im Vorfeld, aber ich freue mich darauf, das nochmal im Detail auch durchgehen zu können. Mhm. Ja, ich bin schon gespannt. Also ich muss ehrlich sagen, man arbeitet ja mittlerweile oft digital, ist schon nochmal was anderes, nochmal so ein gedrucktes Buch in Händen zu halten. Und tatsächlich, es hat Gewicht und ich habe ja so manche Fragen tatsächlich vorher aus Neugierde mal so mit angeschaut und mal erfragt, was da so rausgekommen ist. Also ich bin wirklich gespannt. Also Sie haben vielen Dank dafür, die Arbeit jetzt erledigt und jetzt sind wir dran. Ne? Genau, Frau Siegmund, Sie haben Ihr Applaus. Sie haben gerade schon angedeutet, Sie haben schon mal so ein bisschen geluschert, wie man im Norden sagen würde, oder gespickelt für die Menschen, die aus dem Süden mit dabei sind. Genau. Wie überraschend ist denn das für Sie, was da an Fragen kam? Ist das vergleichbar mit dem, was auch so aus Ihrer Community kommt oder eher nicht? Also erstmal, und das mag jetzt ernüchternd klingen, ist überhaupt nicht so gemeint, es ist nicht überraschend. Mhm. Aber das ist vielleicht auch gut so, weil es so ein bisschen widerlegt, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland und weltweit nicht irgendwie weit an den Bürgerinnen und Bürgern vorbeiforschen, sondern am Ende wirklich Teil der Gesellschaft sind und originär Dinge bearbeiten, die uns alle interessieren. Und von daher eigentlich sehr gut. Mhm. Was können Sie denn generell aus diesem Prozess vielleicht auch mitnehmen für sich, auch für die Forschung? Das eigentlich Spannende ist, dass die Perspektive, die Bürgerinnen und Bürger auf die Themen haben, die einfach eine ganz andere ist, die man vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht erstmal haben würde, und die Art und Weise, wie die Fragen gestellt sind. Und ich glaube, das wird so ein bisschen ein Prozess sein, aus diesen Fragen Fragen zu machen, die man dann auch wieder wissenschaftlich wirklich bearbeiten kann. Das wird vielleicht auch nicht für alle Fragen möglich sein, aber für viele, und viele werden schon bearbeitet. Ich glaube, das ist fast die wichtigste Nachricht, ja. Es klang ja gerade auch schon so ein bisschen so mit an, ja, also wir haben ja die Freiheit der Forschung vom Grundgesetz geschützt und jetzt kommen auf einmal Menschen und bringen sich damit ein. Inwiefern ist aber eben gerade diese Partizipation auch wichtig? Wir haben es ja vorher schon gehört, Sie haben es schon genannt, das Papier der Allianz letzte Woche rausgegeben, wo eben Empfehlungen drin sind und Stellungnahmen drin sind zur Partizipation. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wir sollten nicht Partizipation machen, damit es gemacht ist, sondern es muss einen Mehrwert geben, der auch rechtfertigt, warum, und wir haben es gesehen, warum mehr Engagement von Seiten der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingebracht wird. Es muss vielleicht auch für die Wissenschaftler, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Mehrwert geben, dass es auch anerkannt wird in dem System. Das andere ist, dass man wahrscheinlich so ein Best Practice Citizen Science Papier Regeln erstellen muss. Wie macht man sowas im besten Falle? Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Was man vielleicht am Ende sagen muss, wir haben in vielen Bereichen und anlässlich dieses Papiers haben wir das auf Seiten der DFG auch mal nachgeschaut, in vielen Bereichen haben wir schon Partizipation. Und ich glaube, ein erster wichtiger Schritt wäre, das sehr viel transparenter zu machen, bei welchen Projekten bereits heute Bürgerinnen und Bürger Teil der wissenschaftlichen Projekte sind. Mhm. Herr Brandenburg, jetzt haben Sie das Papier. Wie geht es jetzt weiter? Die nächsten Schritte sind, dass wir gemeinsam mit der Allianz natürlich uns das mal anschauen und sicher im Detail mehr nochmal einen Blick. Wir haben ja eben schon erfahren, das wurde wirklich nicht nur die Clusterbildung, sondern wirklich auch eine Priorisierung da drin und auf Umsetzungspotenziale überprüfen, ganz konkret. Ich hatte eben schon erwähnt, mit den beiden Förderlinien ist da tatsächlich auch Handlungspotenzial da. Also wir wollen auch Ideen aufgreifen und das Thema Partizipation in dem Sinne vorantreiben. Aber in der Tat, ich würde das sehr unterstützen. Also Partizipation ist kein Selbstzweck, sondern auch in der Umsetzung geht es natürlich immer sehr stark darum, sowohl gesellschaftlich relevante Fragen in die Wissenschaft zu bringen, als auch umgekehrt natürlich zu schauen, dass die vielen Erkenntnisse, die die Wissenschaft auf diesem Weg denn bringt, auch im Sinne der Wissenschaftskommunikation umgekehrt wieder in die Breite, auch in die Teile der Bevölkerung zu tragen, die momentan vielleicht weniger an diesen Kommunikationskanälen beteiligt sind. Bis wann können wir denn dann damit Antworten rechnen? Wir haben uns vorgenommen, bis Sommer nächsten Jahres jetzt erstmal uns das näher anzuschauen und vor allen Dingen solche Umsetzungspotenziale zu identifizieren. Ich glaube, die große Frage ist allerdings eine Daueraufgabe. Also im besten Fall geht es weiter. Das war der Auftakt und weitere Projekte. Genau, absoluter Auftakt. Die Arbeit fängt jetzt erst an.
Dann vielen Dank bis hierher, vor allen Dingen Frau Siegmund. Herr Brandenburg bleibt uns noch ein bisschen erhalten für den Ausblick auf das Jahr 2023, das Wissenschaftsjahr. Und auch das, das darf ich schon verraten, hat es in sich. Veranstaltung heute schon erwähnt. Die Wissenschaftsjahre sind ja eine gut etablierte Tradition und im nächsten Jahr wollen wir uns im Jahr 2023 die ganz großen Fragen stellen, nämlich die rund um das Universum. Und ich glaube, dass Fragen wie, was ist eigentlich der Ursprung unserer Erde, zu den Fragen gehören, die uns wohl am meisten prägen. Also ganze Kulturen, Religionen davon geprägt sind, auch unser Weltbild insgesamt und viele aktuelle Themen, bis hin übrigens auch zu Science-Fiction-Filmen. Das Universum, der Ursprung, woher kommen wir? Das sind die ganz großen Fragen, die viele beschäftigen. Und da, ich bin mir sicher, auch in diesem Exemplar stehen ja einige Fragen dazu drin. Ich habe schon einiges aus den Clustern gehört. Dem wollen wir im nächsten Jahr auf den Grund gehen, denn es ist durchaus so, dass wir natürlich in der Wissenschaft schon viele spannende Erkenntnisse haben. Gleichzeitig aber das Universum immer noch die große Unbekannte, eine sehr faszinierende große Unbekannte ist. Und ich bin sehr gespannt auf Prozesse, auf Mitmachformate, auf Ausstellungen, Schulaktionen und vieles mehr, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Mit schwarzen Löchern beispielsweise, mit der Frage, wie können wir unseren Planeten schützen, aber auch mit bis hin zu interdisziplinär Fragen, beispielsweise, wem gehört denn eigentlich das Universum? Also viele spannende Themen, die wir da vor uns haben. Ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen genauso engagiert wie in diesem Jahr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sind und freue mich auch im nächsten Jahr natürlich auf viele spannende Erkenntnisse. Vielen Dank. Also Erkenntnisse wird es bestimmt geben. Ansonsten, worauf freuen Sie sich ganz besonders in diesem Wissenschaftsjahr? Ist das Universum auch etwas, was Sie persönlich umtreibt? Ja, absolut. Also ich habe ja eben schon Beispiele genannt, Science-Fiction-Film. Vor wenigen Tagen habe ich erst diesen Film Moonfall, glaube ich, hieß der, wo der Mond dann droht, auf die Erde zu stürzen. Ich weiß jetzt bitte die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen unter Ihnen nicht zusammenzucken. Mir ist klar, dass das jetzt ein Film war, ein Spielfilm, aber ich finde, es macht doch so das Emotionale sehr deutlich. Und wenn man sich anschaut, was uns in den vergangenen Jahrzehnten schon alles gelungen ist, bis hin Menschen auf den Mond zu bringen und wirklich viele neue Erkenntnisse in der Grundlagenforschung übrigens auch zustande zu bringen. Ich finde das wahnsinnig faszinierend und auch als Ministerium arbeiten wir ja mit vielen großen Einrichtungen weltweit zusammen. Die Europäische Südsternwarte beispielsweise, das konnte ich mir mit einer Delegation des Bundestags in Chile mal anschauen. Also wirklich viele sehr, sehr spannende Fragen, die mich auch persönlich interessieren. Also insofern bin ich ganz froh, dass dieses Thema letztlich ausgewählt wurde. Herr Brandenburg, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen hier im Saal, natürlich auch im Stream. Toll, dass Sie und ihr mit dabei wart. Für alle, die beim nächsten Jahr auch wieder mit dabei sein möchten, es gibt schon einen Termin zum Vormerken, und zwar den 25.01., denn da findet die Auftaktveranstaltung für unser Universum statt. Also da gerne wieder mit dabei sein, sich auch reinklicken. Den Stream wird es dann erneut geben. Ansonsten wünsche ich jetzt einen spannenden Abend und lassen Sie uns alle gemeinsam die Neugier weiter hoch. Leben. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Noch eine kleine Übung für Sie hier im Saal.